Die ganzen Mädels jetzt. Dieses Schwein, Vergangenheitsmax, dieses Schwein. Oh, es gibt ein Video, wie er küsst. 2008 die Fortsetzung. Oh Gott, mit dem ich sehe schon das Bild. Okay, gehen wir gleich wieder rein. Gut, dann kommt jetzt noch nie gehörtes. Vielleicht ist es auch stinkend langweilig. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber noch nie gehörtes. Und für mich jetzt auch noch nie weiter nochmal gelesenes, seitdem ich das geschrieben habe. 14.01.2008. Wow, Mensch, lazy day. Ich habe heute einfach mal echt gar nichts gemacht. Atemstimme Bewegung hatte ich ja heute eh nicht, also einfach direkt von Oma früh morgens um 8.30 Uhr zu ihr gefahren und nix gemacht, geschlafen und ganz viel gegessen. Dafür werde ich die nächsten paar Tage einfach nichts essen. Sandra, ich sag's nochmal, weil Sandra schreibt, also nicht die Sandra, ist eine andere Sandra, schreibt gerade, boah, mir fällt's echt schwer, den alten Max nicht mit dem aktuellen Max zu überwinden, kann es voll verstehen, jeder hat seine Phasen, zerstört irgendwie so mein Bild von ihm, don't know. Ja, aber das Ding ist, du musst halt bedenken, das ist inzwischen schon sehr lange her und niemand von uns, inklusive dir, Sandra, ist der Mensch, der er vor 10, 20 Jahren noch gewesen ist. Niemand von uns. Und wir sind alle an unserer Schwierigkeit gewachsen, daran, wie wir uns aufs Maul gelegt haben und so weiter, wurden auch selber auf den Pott gesetzt. Wie gesagt, du musst den Leuten erlauben zu wachsen und nur weil Leute in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend mal gebaut haben, heißt das nicht, dass die später nicht wirklich teilweise komplett andere Menschen sind. Wirklich teilweise komplett. Wenn wir alle so bleiben würden, wie wir mit 20 sind, boah, die Welt wäre wie Twitter. Es ist auch so, dass man, auch wenn man erwachsen wird, hat man immer noch Verhaltensmuster und so weiter, die man sogar noch aus der Kindheit übernimmt. Ja, das hat man immer noch. Vor allen Dingen irgendwelche Psychosachen oder sowas. Das trägst halt dein Leben lang mit dir rum. Du bist quasi eine erwachsene Version von deinem Selbst damals. Aber es gibt halt ganz viele Verhaltensweisen, die du halt einfach nicht mit übernimmst und an denen du halt weiter wächst. Die Frage ist nur, bist du in der Lage dazu? Ja, es gibt Leute, die sind vielleicht nicht in der Lage dazu, aber man muss es ihnen erlauben dürfen. Und beim Funk würde ich einfach sagen, der ist nicht mehr der Max aus dem Tagebuch. Das ist einfach ein anderer Max. Der Grundcharakter ändert sich auch nicht in 50 Jahren. Was verstehst du unter Grundcharakter? Würdest du sagen, der heutige Max ist noch genauso wie der damalige Max? Weil ich kann dir aus erster Hand bestätigen, das ist nicht so. Mit dem damaligen Max wäre ich heute nicht befreundet. Dass er auch heute noch manchmal eine Diva ist und sowas. Ja, das ist, ne? Ich glaube, das wird er auch selber nicht leugnen. Und dass er noch so ein paar Muster hat, die er vielleicht damals schon hatte. Klar, solche Phasen, wo man sich nie wiedererkennt, hat doch jeder. Ja, das denke ich eben auch. Frank hat immer noch egoistische Tendenzen, das gibt er auch selbst zu. Ja, ja. Aber ich meine, wir kennen ihn ja inzwischen, wie er ist, wie er jetzt ist. Ja, so wir kennen, also ich halt auch privat, so persönlich auch. Und klar, ne, bei mir genauso, jeder hat so seine Eigenarten, mit denen muss man halt umgehen können. Wenn man die aber weiß und wenn man die akzeptiert, dann ist das schön. Ich bin 34 Jahre alt, allein in 5 Jahren habe ich so viele Erkenntnisse gesammelt, die mich völlig verändert haben. Ich bin nicht mehr so wie vor 5 Jahren und vor 10 Jahren war ich komplett anders. Ja. Naja, egal. Pipapo. Wuppdiwuppdi. Weiter geht's. Ist doch egal. So. Eine unglaubliche Logik, die ich da an den Tag lege. Heute fressen, morgen fasten. Toll. Nächsten paar Tage einfach nichts essen. Aber das ist bei mir wirklich so. Moment, ich lese das nämlich noch zu Ende. Dafür werde ich die nächsten paar Tage einfach nichts essen, Wasser trinken und fleißig dökeln. Ich hatte zum einen damals wahnsinnig wenig Geld. Ich glaube, dass ich so viel gegessen habe, was ich hier beschrieben habe, lag daran, dass ich tags zuvor noch bei meiner Oma war, die mich immer reichlich eingedeckt hat mit Essen. Eisbein. Weil ich hatte wirklich wenig Geld. Das bisschen Geld, was ich hatte, habe ich ausgegeben für Zigaretten, trinken, Club gehen, fertig. Sehr selten was zu essen. Und wenn ich dann nichts hatte, habe ich wirklich 3-4 Tage nichts gegessen und nur Wasser getrunken, den Hunger mit Wasser bekämpft. Das ist nicht klug. Das empfehle ich definitiv nicht weiter. Macht das nicht. Jetzt muss ich mir nur noch schnell eine kleine Choreografie ausdenken und auch noch ein bisschen Text von Die Möwe lernen. Oh, ich war der Piotr. In Die Möwe habe ich Piotr gespielt. Das war schön. Für Szenenstudium und noch die Telefonübung machen. An die erinnere ich mich nicht mehr. Schauspielschule. Irgendeine Telefonübung. Wie man vielleicht authentisch telefoniert, obwohl niemand an der anderen Leitung ist. Vielleicht war das die Telefonübung, aber so einen Schwachsinn haben wir eigentlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, was die Telefonübung ist. Uft, naja, schaff ich, klar, kein Problem. Bis morgen. Ein sehr uninteressanter, langweiliger Tag, nicht wahr? Ein ziemlich langweiliger Tag einfach. Nächster Tag.
Dienstag, 15.01.2008. Hui, 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 hui. Fängt gut an. Dökeln war heute geil. Achso. Ich hab mir, nachdem wir aus der Krähe rausspringen sollten, meinen... Was? 21.01. Fangen wir nochmal. 15.01. Hui, hui. Dökeln ist Yoga. Dökeln ist irgendwie das Wort dafür Yoga. Warum auch immer, keine Ahnung. Uiuiuiui. Dökeln war heute echt geil. Ich habe mir, nachdem wir aus der Krähe, das ist eine Stellung in, beim Power-Yoga oder beim Yoga, als wir aus der Krähe rausspringen sollten, meinen Schwanz voll verletzt. Dass das jetzt erst passiert ist, gleicht einem Wunder. Das, also ganz ehrlich, und dann auch beim Dökeln, ja, dass das jetzt erst passiert ist, also Respekt. Muss man auch mal sagen. Zeig mal die Krähe. Die Krähe ist wie das andere Ding, der Sonnengruß, ja. Nur, dass man auf seinem Geschlecht steht. Wie ein Brummkreisel. Okay, ja gut, dann warte mal. Aber was ist denn passiert, lieber Funk? Was ist denn da passiert? Mann. Aber nach 3 Minuten ging es dann wieder. Hä? Also ein Ei geklemmt. In 1,5 Stunden kommt Angela her und holt mich ab. Lecker Kaffee trinken gehen. Was? Lecker Kaffee trinken gehen, danach wieder zur Schule, das Vorspiel vom 3. Semester angucken und danach zu Angela. Ich werde heute bei ihr schlafen, ich freue mich schon darauf. Jetzt aber erst einmal baden und rasieren. Man hat ja noch was vor am Abend, nicht wahr? Mhm. Dabei Text lernen beim Rasieren. Sein oder nicht sein. Ich wollte schon fragen, wurde rasieren, aber okay. Und boah, meine Unterlippe ist voll aufgesprungen. Hatte ich noch nie. Ich habe von Julia Lippencreme mit Fett bekommen. Hilft voll. Und bald Angela. Yeah. Was? Gut. 21. Ui, jetzt kommt langsam ein bisschen mehr. Uiuiui. Ja, oha. 21.01.2008. Montag. Ja. Okay, Mann. Nicht, dass ich jetzt schon wieder so viel schreiben muss wie letztes Mal. Naja, fange ich einfach mal an. Es sind ja 6 Tage zwischendurch vergangen. Interessant. Naja, fange ich einfach mal an. Mittwoch am 16.01. hatte mein Opa Geburtstag. Oh, er ist 71 geworden. 9 Jahre. Wow, ist es wirklich 9 Jahre her? Ich war vor 2 Wochen auf Opas 80. Jahr. Oh. Er ist 71 geworden. Wir haben bei Oma und Opa gefeiert. Am Anfang waren nur alte Leute da. Oma und Opa halt, nein. Es waren nur alte Leute da. Irgendwann kam dann Mama und dann gab's auch massig zu essen. Guter Tag. Klingt nach einem wunderschönen Tag. Eisbein. Donnerstag ganz normal Schule und gegen 4 Uhr nachmittags haben mich Fine und Laura... Fine? Donnerstag ganz normal Schule und gegen 4 Uhr nachmittag haben mich Fine und Laura... zum Kaffeetrinken abgeholt. Freitag nichts gemacht. Samstag früh, dann Szenenstudium und abends. Ja, bla bla. Von Fine war noch kein Wort bis jetzt, ne? Fine ist auch wieder neu. Fine ist wahrscheinlich noch unbefleckt. Ja, guck mal. Und abends dann auf eine 70er-Jahre-Motto-Party. Zum Glück durfte ich kommen, wie ich wollte. Kaffeetrinken ist kein Code, sondern Kaffeetrinken... hat man früher einfach, man ist einfach gerne ins Café gegangen, mit Freunden zum Beispiel. Ist eine Phase, die hatte ich auch. Da hat man einfach gerne im Café abgehangen. In Braunschweig war das Café Tasse oder Café Americano. Das waren so, war so Place to be. Und dann hat man einfach da gesessen und meistens einen Kaffee getrunken und stundenlang den Tisch blockiert. War das nicht voll langweilig? Nee, man hat ja Freunde dabei. Hat man einfach über alles und nichts gequatscht einfach. So einfach normal, so mit Leuten reden, aber in Person. 2 Latte Macchiates. Digga, was? Also man dann einfach, ist heute noch ganz genauso. Na siehste. Okay, dann passt das ja. Ich habe das eigentlich schon Jahre nicht mehr gemacht. Geht man heute nicht mehr Kaffee trinken? Weil die Frage gerade so war, wer will denn Kaffee trinken? So, oder wofür steht denn Kaffee trinken? So, das hat mich auch gewundert. Okay, wenn man das heute auch noch so macht, bin ich beruhigt. Ich vermisse es ein bisschen. Vielleicht sollte man das aber, ja, wann? Dafür gibt es doch Kaffees. Ja, das denke ich eben auch. Wahrscheinlich meinte er oder sie, möchtest du auf einen Kaffee hochkommen. Nee, da ging es gerade, es ging ja wirklich so darum, wofür ist ein Kaffee ein Code? Plupp. Ja, eine komische Motto-Party dann.
Lea sah verdammt cool aus und Angela absolut heiß auf Rollschuhen. Und in lila-pinken Outfit. Boah, Rollerskates, oh, so cool. Oh, davon habe ich sogar ein Bild. Ich mach mal, wir lesen erstmal weiter. Ich erinnere mich an die Party sehr, sehr genau gerade. Angela absolut heiß auf Rollschuhen und in lila-pinken Outfit. Es waren auch noch ganz, ganz viele Schwule da, Entschuldigung bitte. Und da ich halt irgendwie dank Mama und meinem eigenen Selbstbewusstsein sehr gut, geil und süß aussehen kann. Ja, das habe ich so geschrieben. Okay. Und da ich halt irgendwie dank Mama und meinem eigenen Selbstbewusstsein sehr gut, geil und süß aussehen kann, war ich der Star dort. Danach. Entschuldigung, da kam mir gerade ein bisschen Kotze hoch. Was ist denn das für eine Aussage? Ich war der Star dort. Ja, ich bin schon der Geilste. Aber haben wir schon festgestellt, dass dieses Mindset vorhanden ist ein bisschen, ne? Ja, haben wir schon ein bisschen festgestellt. Ja, schön. Schön. Sehr gut, geil und süß aussehen kann, war ich der Star dort. Aber nochmal ganz kurz. Es ist eigentlich, ne, auch wenn einige Sachen furchtbar sind, die im Tagebuch stehen, aber es ist bestimmt cool, auf die Zeiten so zurückzublicken. Hat er, glaube ich, auch gesagt. Kann ich schon verstehen. Danach sind wir lustig geil in den Franz gefahren. War tierisch geil. Einer der besten Franz-Abende, weil gute Musik, sehr, sehr viele nette Leute, toll getanzt und Sonntag ein Fahrrad für 20 Euro gekauft. Ich will euch ganz kurz ein Bild präsentieren, wie ich nämlich auf dieser Party aussah. Also wie gesagt, einige Leute kennen das Bild, aber das war ich auf dieser Party. Das ist... Was ist denn diese Mütze? Ich meine, ne, der Funk lecker. Beide lecker, ja. Aber was ist denn diese Mütze? Und der Blick ist halt bei beiden Schlafzimmerblick. Beide Schlafzimmer. Das ist doch niemals Funk. Du siehst doch, dass es Funk ist. Die Mütze nimmt es ein bisschen weg. Aber er hat ja heute auch Mützen auf. Eisverkäufer. Ja, aber das Halstuch ist auch keck, muss ich sagen. Das Halstuch ist sehr keck. So sieht also der junge Funk aus. Das ist, ja, ist auf jeden Fall Funk. Siehst du ja auch. Siehst du ja hier auch, ne? So, das, genau. Und sie müsste Angela sein, ne? Rote Haare, es sind, glaube ich, rote Haare. Man erkennt sie nicht, sieht ein bisschen braun aus. Das müsste Angela sein. Alles daran ist schlimm. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das Foto eigentlich ziemlich cool. Also so ein Foto von sich aus der Vergangenheit haben, ist doch alles richtig gemacht, oder? Ja. Die Person zu meiner Linken ist meine damals beste Freundin Lea gewesen. Achso, das ist Lea. Das ist nicht Angela, das ist Lea. Dann, ja, die Haare sahen vielleicht rot aus vom Licht, ich weiß nicht. Oder vielleicht von dem Rouge. Kann natürlich auch sein. Ich finde das Bild auch super. Ich finde das Bild mega. Voll gut. Und das rechts bin ich auf dieser Party. Ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Erinnere dich, Simba. Erinnere dich. Wir wollen einfach mal... Ne? Wer ist denn jetzt wer? Ist das Bild jetzt zweimal nebeneinander? Den Schmollmond hat er damals besser hingekriegt. Und jetzt stört die Brille halt ein bisschen, ne? Da stört gerade die Brille ein bisschen. Hatte er schon was mit Lea? Ich glaube nicht, sie ist noch da. Gut, ich mach mal weiter. Erkennt ihr es auch? Erkennt ihr auch. Ich erkenne es total auch wieder. Gott, war ich damals schlank, heilige Kacke. Jetzt meine wieder. Fresse. Jetzt wieder. Ja. Ich war der Star dort, auf jeden Fall. Wie kommt's bloß mit dieser Farbauswahl? Wie kommt es bloß? Danach sind wir lustig geil in den Franz gefahren. War tierisch geil. Einer der besten Franz-Abende. Ich habe früher auch besser ausgesehen. Ich glaube ich nicht. Ich hatte komische Phasen. Ich habe auf jeden Fall nicht so ein Bild wie der Funk hier gerade. Ich hatte einfach immer komische Phasen. Ich hatte eine Phase, da hatte ich ein Flat, ja, die Haare nach oben, weil manche Rapper das hatten, schwarze, ja, oder dunkelhäutige, P.
People of Color. Ja, und ich hatte halt ein Flat und habe mir die oben auch so abrasiert und so. Ja, das ist aber kalt. Da gab es damals kein Dings, kein Wort. Und das fand ich cool bei mir und habe das deswegen getragen. Dann habe ich irgendwann angefangen, hier vorne mir so eine blonde Locke, so eine Markise. Es waren aber die 90er. Ich muss mal gucken, ob ich davon noch Fotos habe. Aber es waren halt die 90er. Das hier sind Sachen von 2008 oder so. Ja, von 2008 ist das ja, ne? Und bei mir ist das aber nochmal irgendwie 20 Jahre vorher, diese Phasen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Aber ich habe ganz komische Phasen. Ganz, ganz komische Phasen gehabt. Deswegen glaube ich, meine alten Fotos sind nicht so gut. Hab Glück gehabt. Ist fangst du viel jünger als du? Nein. Bei ihm, das Foto ist jetzt 10 Jahre alt, aber meine Phasen sind halt schon länger her. Wie ich danach ausgesehen habe, ich glaube, ich habe mir irgendwann nicht mehr so viel Gedanken gemacht über mein Erscheinungsbild, weil ich mich irgendwann geweigert habe, das ist ein Grund, mich für andere irgendwie darstellen zu müssen. Klingt komisch, ja, aber deswegen habe ich auch heute noch, ich laufe gerne, wenn ich draußen rumlaufe, laufe ich gerne einfach so verstrubbelt teilweise, unrasiert, bla. Und ich sage ja, dieser Obdachlosen-Stil einfach. So, ich laufe halt auch mal gerne so rum, weil ich mich einfach wohlfühle und es mir dann egal ist, was Leute von mir denken. Was aber immer schwierig ist, wenn ich einkaufen gehe. Also in so Läden, in so Klamottenläden oder sonst irgendwas. Weil da wirst du immer wie Scheiße behandelt oder gar nicht. Mit Jogginghose einkaufen, mache ich auch. Weil es ist einkaufen. Ich gehe nicht auf den Laufsteg, ich bin da niemandem was schuldig, ich kenne da niemanden, ich kaufe da ein, ja, ich kaufe gut ein, meistens auch viel, weil ich gehe selten einkaufen und dann kann ich auch in meiner Jogginghose einkaufen gehen, weil es ist nur einkaufen und ich muss mich da auch nicht darstellen als irgendwas. Also wenn ich normal irgendwo hingehe, auf Termin oder sowas, dann habe ich halt keine Jogginghose an. Kommt auf den Termin drauf an. Wenn es okay ist, also wenn wir zum Beispiel einen One-Up-Termin haben oder so, da könnte ich auch mit Jogginghose hin, aber mache ich nicht. Da, aus Respekt ziehe ich da normale Hose an. Ja, mit dem Fünftwagen einkaufen. Nee, ich habe ja nur einen und der ist geleast. Ist gar nicht meiner. Und ein paar liebe ich dennoch. Ja, weil es halt auch umgekehrt genauso ist. So, so ist es halt. Eine Beziehung kann ja nicht funktionieren, wenn du immer nur aufgestylt bist für den anderen, sondern man muss sich ja auch lieben, wenn man einfach schlumi ist oder vielleicht auch gerade dann, weil nur du den Partner so siehst. Eben mit solchen Haaren oder irgendwie so oder frisch aufgestanden oder so, alles. So, darauf kommt es ja eigentlich an. Kenne leider zu viele Leute beim Einkaufen, liegt an meinem Job als Erzieherin. Da weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Vielleicht ist es da wichtiger, dass die Leute da einen guten Eindruck von dir haben. In meinem Fall kann es mir zum Glück egal sein. Und wenn mich jemand erkennt, dann habe ich natürlich eine GRNK-Jogginghose an aus dem Shop. Natürlich. So. Weil gute Musik, sehr, sehr viele nette Leute und toll getanzt. Sonntag ein Fahrrad für 20 Euro gekauft, weil ich mir keine Monatsmarke von Omas Geld gekauft habe. Oma hat mir damals Geld gegeben, damit ich mir eine Monatsfahrkarte kaufe, hier für Berlin die Straßenbahn. Und das stört mich nicht, wenn ich an diesen werde. Tage, dem nicht einmal bisher. Doch, einmal hat es schon gestört, aber das hatten wir neulich schon das Thema. So, aber das war auch wirklich beim Essen und das war frech. Und wir machen mal weiter. Investiert, ja. Und deswegen habe ich mir dann ein Fahrrad gekauft für 20 Euro. Naja, ist hässlich und schwer, aber dafür habe ich jetzt jeden Monat 50 Euro mehr für mich. Das ist mies. Das heißt, er hat dann von Oma immer 50 Euro genommen für die Monatskarte, ist aber Fahrrad gefahren und die 50 Euro hat er eingesackt und für Kippen und so ausgegeben. Ja, das ist schon... Oh, ja, richtiger Scammer. Alter, richtiger Enkeltrick. Das ist einfach Enkeltrick. Sie macht ihm lecker Eisbein und darf erstmal 50 Euro abzocken. Habe ich aber auch so gemacht. Ja, ich würde mich davon auch nicht freisprechen können. Wenn man die 50 Euro eh kriegt, dann gehst du ja nicht hin und sagst, oh, ich habe jetzt ein Fahrrad, brauchst du mir nicht geben. Sondern, ist halt 50 Euro. Ne? Ist halt ein Argument, muss man schon sagen. Und wenn du sonst noch keine Kohle hast für irgendwas, oh, schwierig. Schwierig. Mein Vorhaben zumindest zu diesem Zeitpunkt war, ich kaufe mir ein Fahrrad für 20 Euro, also ein sehr schlechtes, billiges, auf dem Flohmarkt hier bei uns, was höchstwahrscheinlich bedeutet, dass es, ich sage mal, zu 80%, beim Mauerpark habe ich es gekauft, zu 80% ein gestohlenes Fahrrad war, was die nur wieder weiter verscherbeln, und wollte meiner Oma erzählen, ja, ich fahre weiter in Bahn, kriege ich bitte das Geld dafür. Ich glaube, seine Omi, er hätte einfach sagen können, Omi, ich habe mir ein Fahrrad gekauft,
kriege ich die 50 Euro trotzdem, weil ich brauche die für andere Sachen. Ja, Kopiergeld, ja, was weiß ich, irgendwie für andere Sachen. Die hat wahrscheinlich nicht Nein gesagt. Aber warum ein Risiko eingehen? Omas wissen das. Wahrscheinlich hat die Oma das auch rausgefunden und hat einfach selber nichts gesagt. Kann ich mir auch vorstellen. Weil er muss ja auch irgendwie zu ihr gekommen sein. Und dann wahrscheinlich nicht mit der Monatskarte, wobei ich weiß nicht, ob man dann zu Fuß hingeht, sondern wahrscheinlich mit dem Fahrrad. Für. Okay. Okay. Nicht gut. Schlechter Enkel. Dann abends zu Mama essen gehen mit ein paar von ihren alten Abi-Kollegen. Essen war sehr gut und Mamas alte Schulfreunde waren auch toll. Heute Szenenstudium. Läuft gut. Ich glaube, Herr C. hält mich für sehr fähig, also weiter so. ASB, Atemstimme, Bewegung und Dramaturgie gehabt und sonst nichts gemacht. Werd jetzt wieder häufiger schreiben. nein. nein. Moment, wann war dann der nächste Eintrag? Oh, tatsächlich am nächsten Tage. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nach so einer Ankündigung verpeile ich oder was mit Luisa? Was ist mit Luisa? Jetzt werden wir es erfahren. 22.01. Nächster Tag, Dienstag. Yeah, zweimal hintereinander schreiben. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus, alles klar. Also, was war heute los? Erst einmal, das Fahrrad ist eine Qual. Ich brauche zwar nur ca. 25 bis 30 Minuten zur Schule, aber da es alt ist und hässlich und keine Ventile vorne und hinten mehr hat und zudem auch noch der vordere Reifen anscheinend 8 Milliarden Löcher hat, ist es eine wahre Tortur, damit zu fahren. Ich bin also auf den Felgen gefahren. Schön. Auch egal. Heute war nur Dökeln und Atemstimme Bewegung, aber dennoch waren wir alle so unendlich kaputt. Dökeln, Power-Yoga, war hammerhart. Danach Atemstimme Bewegung, zum Glück meist nur Atemstimme und ohne Bewegung. Dann mit meinem Rad der Hölle, ich werde mein Fahrrad Loki nennen, wieder nach Hause. Schön. Das ist gut in Berlin, dann wird es vielleicht nicht so schnell geklaut. Vielleicht war es ja schon geklaut und er hat es für 20 Euro gekauft. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich eigentlich. Baden gewesen, kalt abduschen, dann ins Bett halbe Stunde schlummern und schwitzen. Dann lecker Nudelreste von gestern gegessen. Oh, das Leben. Das klingt also, ohne das irgendwie blöd zu meinen, aber das klingt so, als würde es mir gut gehen. Weil ich habe geklaut, glaube ich auch. Ich hatte wirklich was zu tun, war sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe, weil ich hatte eine Abfolge, was für mich immer schon wichtig war. Bett halbe Stunde schlummern und schwitzen, dann lecker Nudelreste von gestern gessen und jetzt also bald gleich werde ich aufräumen oder dergleichen. Es blieb, glaube ich, wohl bei oder dergleichen. Ich habe Computer gespielt. Viel Computer. Nudelreste finde ich halt auch mega. So, ich habe früher immer, ich will den mal wieder machen, ich habe Nudelauflauf, habe ich so gerne gemacht und den kann ich auch sehr gut. Also ich kann echt guten Nudelauflauf. Und ich habe immer so viel gemacht, so ein ganzer Dingens voll. Das hat immer für mehrere Tage gereicht. Also eingetuppert und dann schön Nudelreste. Ist wahrscheinlich vielleicht ein übriger, ne? Bei mir war es halt Nudelauflauf und dann eingetuppert und dann für die nächsten Tage noch. Oh, geil. Und dann nochmal in die Mikrowelle stellen vielleicht. Geht aber auch kalt. Oh, liebe Nudelauflauf. Ein Topf für 3 Tage war bei mir immer der Klassiker. Da habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen Chili habe ich auch gemacht. Chili con carne. Bohnen mit Soße natürlich. Ich glaube, wie heißen die nochmal? Oh, diese ganz berühmten Bohnen. Oh, ist auch lange her. Hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Mit Hack rein, Mais, schön mit Chili und Paprika und so würzen. Vielleicht noch ein paar kleine Paprikastückchen und so. Die von Heinz, genau, die von Heinz. Kidneybohnen gehen natürlich auch. Ich glaube, die waren von Heinz. Oh, Baked Beans. Ja, es waren Baked Beans. Und ich wollte immer mal, weil ich auch gerade lese, ich wollte immer mal diese Bud Spencer Bohnenpfanne machen. Und dann, wie Terence Hill im, wo war das nochmal? Nobody, glaube ich. Dann aber mit so einem Brot direkt aus der Pfanne. So, arr. Geil. Wollte ich immer mal machen, aber nun ja. Mais muss auch rein. Ja. Habe ich, glaube ich, gesagt. Warte mal, pack mal schwarze Schokolade. 70% aufwärts in Chili ist mega. Du kannst im Winter auch gut noch Zimt draufgeben. Oh, ich mag's. Ihr hört sich gut an, aber ich mag's lieber raw. Also nicht raw, sondern ich mag's simpel. So, ich mag, weiß ich nicht. Ich habe einen sehr simplen Geschmack, was Essen angeht. Und meistens reicht mir schon, es muss gut gewürzt sein. Wir gehen wieder rein. Gleichen. So, ich habe mich auch Hunger. Computer gespielt. Viel Computer. Ganz viel Computer gespielt. Morgen treffe ich mich mit Luisa. Wir wollen kurz über alles so reden, was so war und einfach die Situation klären. Oh nein. Danach kommt so gegen 19 Uhr Tina.
Oh, was hab ich denn? Danach kommt so gegen 19 Uhr Tina, meine fünfmalige Ex-Freundin, zu mir. Meine fünfmalige Ex... Alter. Was? Das ist wie so eine Kiste mit so Augsburger Puppenkiste, weißt du? Das ist so eine Kiste mit Frauen, da wird immer mal reingegriffen und dann wird wieder weggeworfen. Aber die Frage ist, wird er sich nach Luisa wenigstens mal duschen? Vor 19 Uhr. Nicht, dass ich was unterstellen will. Also das war einfach nur so eine grundlegende Frage. Oh Gott. Wir werden irgendwie irgendwas unternehmen. Und letzteren Endes wird es wohl wieder auf Sex hinauslaufen. Was ist denn mit Angela? Oder ist egal? Der Funk ist eine lebende Wünschelrute. Überall, wo es feucht ist, da rallert die so hin, weißt du? Immer so. Das ist aber eine lebende Wünschelrute. Wow, also Respekt. Kein Wunder, dass der Mann keine Zeit hat. Ja, wenn der ins Tagebuch schreibt, ja, ich habe auch keine Zeit, dann weiß ich jetzt warum. Das ist doch ganz klar. Das letzte muss ich nicht schreiben, weil da steht ihr Name einfach nur dabei. Oh mein Gott. Hi. Guten Tag. Aber die Luisa, die hat mir nichts gegeben. Da kam einfach nichts. Das ist so schade und sowas brauche ich, ja? Nein. Wo kommt denn Tina auf einmal her? Du, es sind 6 Tage vergangen. Das bedeutet, ich bin durch 2 Beziehungen gegangen, mehrere mentale Up and Downs gehabt, 5-mal Party ganz bestimmt gehabt. Es muss eine Menge passiert sein anscheinend. Dorfmatratze. Ah. Ja, Elevator Boy halt, ne? Nächster. Nee, 5 Tage später. Oh, ich hab's geschafft, wieder jeden Tag reinzuschreiben. 5 Tage später. 7 und jetzt... Ja, ist wieder 2 Seiten vollgeschrieben. 27.01.2008, Sonntag. Kleinen Moment. Muss mich räuspern, damit es gut weitergeht. Hi. Du warst echt ein Schlamperich. Jawohl. Jawohl. Manschlamp. Jawohl. Jawohl. Aber es ist schön, das zu lesen. Schön, jetzt aus einer anderen Perspektive. Wie alt war er da? 22, ne? Viele Sachen in Frage zu stellen, viele Sachen auch anzukreiden und ganz klar zu sagen, dass das war, aber auch viele Sachen einfach nochmal in Erinnerung zurückzuholen. Weil es war ja nicht alles schlecht, nicht wahr? Bang, bang, bangedi bang. Wir sagen bang, bang, bangedi bang. 27.01.2008, Sonntag. Hehe, hab einfach wieder 5 Tage nicht geschrieben. Hehe. Hehe. Aber dass ich jetzt wieder schreibe, ist für mich aber ein gutes Zeichen, dass ich dieses Tagebuch auch weiterführe. Ich sollte solche Ankündigungen nicht machen, denn 4 Seiten später hört's auf, das Tagebuch. Oh, wir sind noch im Januar. Ist aber für mich ein gutes Zeichen, dass ich dieses Tagebuch auch weiterführe. Meine bisherigen Tagebücher, wenn man sie denn so nennen kann und darf, bestanden und bestehen halt meist nur so aus 5 bis 10 Seiten. Ja, die am Computer geschriebenen, ja. Und ich habe irgendwo, aber ich weiß nicht wo, ganz bestimmt aber leider schon weggeworfen, auch noch 1 oder 2 gehabt, da habe ich auch wirklich was reingeschrieben. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Und da war ich halt auch immer so dämlich inkonsequent. Ja, immerhin, das habe ich selber damals schon. Aber nur gewusst, damals, jetzt war. Nicht mehr. Nicht schlecht. Naja, egal. Kommen wir jetzt lieber mal zu den Erlebnissen der letzten 5 Tage. Also, am Mittwoch erst voll toll Schule gehabt, knüppelhart bis 16 Uhr in der Schule gewesen und insgesamt nur 10 Minuten Pause gehabt. Schule war damals Ausbildung, also ja. War aber geil. Bestes Szenenstudium bisher überhaupt gehabt, dann mit dem Kriegsbike Loki zum Alex gefahren, um sich halt mit Luisa zu treffen. Im Starbucks, oh mein Gott, oh die Erinnerungen. Im Starbucks haben wir uns dann über alles so unterhalten, was so war. Tja, irgendwie wollte ich ihr klipp und klar sagen, dass ich halt gar nichts mehr für sie empfinde. Ja, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Rumgebissen.
Es überrascht niemanden, Frank. Es überrascht niemanden. Ich brauche Musik. Wir brauchen Musik. Ich muss ganz schnell Musik, Musik, gut Musik. Warte, ich habe die Musik. Ich muss kurz gucken, wo ich die hatte. Das müsste hier gewesen sein. Ich habe die Musik. Da möchte ich dir nur eines sagen. Du, Luisa, ich bin dir gut. Wirklich? Ist es wirklich wahr? Natürlich. Sieh mal, ich habe sogar meine Augenbrauen hochgezogen. Ich bin dir gut. Lass uns rumbeißen. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du warst bisher eine sehr vertrauenswürdige Person. Ich gebe mich dir hin. Ja, ja. Oh, boy. Oh, boy. Okay, gut, wir hören einfach mal. Was soll jetzt noch passieren? Im Starbucks... Ich möchte das bitte noch einmal. Im Starbucks haben wir... Und dann über alles so unterhalten, was so war. Tja, irgendwie wollte ich ihr klipp und klar sagen, dass ich halt gar nichts mehr für sie empfinde. Ja, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Sie will auf jeden Fall immer noch was von mir. Oh nein, oh, das ist eine Liebe. Naive, aber Liebe. Ja, ja, leider. Ja. Sie will auf jeden Fall immer noch was von mir. Und wir werden uns halt auch irgendwie jetzt mal wieder treffen und so. Oh Mann, oh. Ich gehe gerade hoffentlich nicht als absolut schlechtes Beispiel für uns jüngere Männer und präpubertäre und postpubertäre Männer voran. Also ich als jüngerer Mann fühle mich angesprochen und möchte es alles genauso handhaben. Ich lerne hier gerade sehr viel. Also ich mache mir nebenbei Notizen so ein bisschen. Ich weiß, wie das bei euch ist. Ich mache immer so ein bisschen, schreibe ich mit. Ja, und ich bin auf jeden Fall, ich weiß schon Bescheid. Ich kann leider demnächst nicht streamen, weil ich muss da leider tanzen gehen. Ach, egal. Ist aber auch egal. Nicht jedermann ist so. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Und wir werden uns halt auch irgendwie jetzt mal wieder treffen und so. Mhm. Okay. Aber immerhin habe ich ihr gesagt, dass ich jetzt gerade nicht wirklich was von ihr will, aber auch generell gerade nicht weiß, was und ob ich überhaupt was will. Das ist das Dümmste, Beschissenste, was du sagen kannst. Dieses, oh, ich weiß nicht, ich muss mir über meine Gefühle klar werden. Das ist am langen Arm verhungern lassen, was ich da getan habe. Das ist einfach, naja, vielleicht komme ich nochmal zum Schuss. Mehr ist das. Also halt wirklich legit nur das. Vielleicht komme ich nochmal zum Schuss. Man lässt sich die Option offen. So. Ja, kann auch mal sein. Dafür vielleicht nochmal gut. Das ist halt, ja, nun. Das ist sagen, ich halte, also nicht ihr sagen, aber ich habe sie mir warm gehalten. Mhm. Einfach damit. Mit dem Bewusstsein, oh, sie will was von mir. Das ist ja stark. Ich glaube, wenn sie mir gesagt hätte, an dem Tag im Starbucks, ich will nichts von dir. Ich fand das beschissen, was du gemacht hast. Du hast mich verletzt wie kein anderer Mann vorher. Und du verdienst es einfach nicht, mich zu bekommen. Dann die Liebe, die ich dir geben kann, bist du nicht wert, Max. Dann wäre ihr hinterhergelaufen. Hätte ich gesagt, weißt du was, so ein Zufall. Ich finde dich auch doof. Also damals, in der Situation, hätte ich ganz bestimmt gesagt, ja. Weiß ich. Nee, ich würde es eher einschätzen, oder? Na gut, ich kann den alten Max nicht einschätzen. Aber ich hätte eher vermutet, dass er dann vielleicht... Dass er dann vielleicht Interesse gehabt hätte. Eventuell. Aber ja, ja, unwahrscheinlich. Er wollte alles haben, aber sich nicht bemühen. Ja, das stimmt, ihr habt recht. Ja, ja, er wollte keine Anstrengung haben. Er wollte einfach vornüber ins Loch stolpern. Ja, Entschuldigung, wenn ich das so unschön ausdrücke, aber einfach nur so hinfallen und zufällig ich kann es nicht schöner umschreiben. Ich kann es einfach nicht. Weiß ich nicht. Entschuldigung. Ja, weißt du, ich will dich auch nicht. Nein. Sie hat mir nämlich gesagt, dass sie vielleicht noch was von mir will. Also,
Ich halte sie mir warm und lasse sie am langen Arm verhungern. Boah. Habe ich viel zu oft gemacht. Macht man auch. Also macht man vielleicht einfach. Weiß nicht. Schrecklich. Ach ja. Luisa? Ach so, dann ist ihr Name da. Gut, der Nachname hat hier nichts zu tun. Luisa ist der vollständige Name. Nur weil ich das gesagt habe, dass ich jetzt immer den vollständigen Namen schreibe, habe ich nämlich bei Tina hier auch getan, weswegen ich das nicht vorgelesen habe. Weil ich jetzt immer den vollständigen Namen schreibe, damit ich nicht durcheinander komme mit den Frauennamen. Funk brauchte selber so ein Ding mit roten Schnüren im Hintergrund. Der brauchte sowas selber. Oder eine Excel-Tabelle, wo man sich dann merkt, es gibt halt Leute, die machen sowas legit. Die haben Excel-Tabellen. Und ich weiß, dass ich weiß, oh Gott, ich kenne da sogar eine Geschichte, aber ist egal. Ist auch egal. Und die haben Excel-Tabellen, wo sie sich den Namen aufschreiben und dann halt die Hobbys und bla bla bla, damit die das nicht so durcheinander bringen, was wer irgendwie erzählt hat, mit wer welche Hobbys hat, bla bla bla. Aber du hast mir doch gesagt, du kriegst gern tanzen. Hä? Hab ich nie. So, das, ne? Damit man das, ja. Ja, gibt es. Gibt es. Naja, sie war darüber dann irgendwie voll happy und hat nur noch gegrinst. Es tut mir leid, Luisa. Es tut mir wahnsinnig leid. Oh, das tut so weh gerade. Naja, sie war darüber irgendwie voll happy und hat... Du hast auch ihren vollen Namen. Guck doch mal, ob sie noch in Berlin lebt. Und dann schick ihr doch einen Blumenstrauß mit Entschuldigung. Und tut mir leid, dass ich damals so ein Arschloch war. Aber wirklich, ne... Nee, nicht als Option, so, du willst was von ihr, sondern nein, natürlich nicht, ist absurd, aber einfach nur so, sorry, ich war einfach ein Vollidiot und blau, tut mir leid, wenn ich dir damals wehgetan habe, sowas in der Richtung. Aber ja, ist schwierig vielleicht einfach gar nicht kontaktieren, ist vielleicht besser. Ja, aber ja, hab mich gerade vom Moment so mitnehmen lassen. Vielleicht, ja, ist wahrscheinlich besser. Ich glaube, das wäre nicht gut. Dann nur noch gegrinst. Dann bin ich mit creepy. Loki, meinem Fahrrad, schnell nach Hause. Dann Internet, schnell essen und aufräumen, also alles aus dem Zimmer in die Küche reinwerfen. Ta-ta-ta-ta! Und der Schlamperich kommt wieder. Vor 2 Wochen hatte ich noch aufgeräumt und war stolz darauf, ja. Also alles aus dem Zimmer in die Küche reinwerfen und Küchentür zu und meine schwarze Sprossenwand von... Halb Berlin kriegt einen Blumenstrauß. Schwierig. Vor die Tür stellen. Oh. Ja, stimmt, das habe ich getan, damit da niemand rein kann. Dann kam Tina. Ich sollte sie human begrüßen. Was? Dann Hallo, kam Erdling. Tina. Ich sollte sie human begrüßen. Wusste, was das bedeutet. Ach so, rumbeißen und aufs Bett werfen. Habe das aber nicht Das ist eine humane und höfliche Art der Begrüßung bei uns in Berlin übrigens. Rumbeißen und aufs Bett werfen. Habe das aber nicht gemacht, weil... Ja, einfach so nicht. Okay. Bin ich blöd? Okay. Ich wusste selber nicht, was ich da eigentlich damit meinte. Okay. Habe das aber nicht gemacht, weil... Ja, einfach so nicht. Dann noch eine Stunde bei mir verbracht... Sekt getrunken, rumgebissen, human und dann losgedackelt nach irgendwohin in eine Bar, wo Tinas schwuler Freund arbeitet und wo ein paar Leute aus Tinas Schule waren. Wurde toll eingeladen. Dann Currywurst und Pommes, auch umsonst und dann nach Hause. Kein Sex. Von meiner Seite aus und einpennen. Oh. Oh. Mit dem Sex ist das gerade so eine Sache. Ich habe den Eindruck, dass Sex nichts Außergewöhnliches mehr für mich ist. Es ist anscheinend normal geworden. Zu normal. Weil ich ohne Gefühl gebumselt habe, wenn ich das so sagen darf. Ich habe ohne Gefühl, ohne Rücksicht auf meine oder die Gefühle der anderen Personen einfach mich an ihr ausgelassen. Oder an ihnen ausgelassen. Ja, es ist normal, wenn sowas dann passiert, ja. Selbstreflexion. Moment. Ich habe den Eindruck, dass Sex nichts Außergewöhnliches mehr für mich ist. Es ist anscheinend normal geworden. Zu normal. Ich habe zwar schon irgendwie Lust darauf und jetzt gerade auch gar kein Problem damit, jemanden sofort zu haben, der auch... Wow.
Es ist anscheinend auch normal geworden, zu normal. Ich habe zwar schon irgendwie Lust darauf und jetzt gerade auch gar kein Problem damit, jemanden sofort zu haben, der auch mich will, steht da so geschrieben, aber ich weiß auch nicht. Ich habe mir auch eventuell einfach zu oft einen runtergeholt. Geht das? Dass man abstumpft sexuell. Ja, das kann, ja. Egal. Oh, Max, nicht wieder egal schreiben. Das war ein guter, richtiger Gedankenansatz. Ich habe darüber nachgedacht, warum Sachen für mich normal sind, warum mir Sachen nichts bedeuten, gefühlstechnisch. Es war ein guter Weg. Und ich sage, egal. Aber er hat sich diese Gedanken immerhin schon mal gemacht. Das ist ja schon was wert. Damit hat keiner gerechnet hier gerade. Alle gerade so. Damit hat keiner gerechnet. Egal. Aber auf jeden Fall mache ich verdammt gerne mit Weibern rum. Das ist auch eine Selbsterkenntnis. Ja. Nur mit dem Sex dann. Ich merke ja immer. Was? Nur mit dem Sex dann. Ich merke das ja immer. In dem Augenblick. In einem Augenblick habe ich noch so ein Rohr, dass man da mit einem gefrorenen Acker pflügen könnte. Und nur mit dem Sex dann. Ich merke das ja immer. In einem Augenblick habe ich noch so ein Rohr, dass man damit einen gefrorenen Acker pflügen könnte. Und im nächsten Augenblick, wenn es nämlich ans Eingemachte geht und ihre Hand Kopf runterwandert oder ich meine Hose ausziehen soll, dann schrumpft er wieder auf normale Größe zurück. Ich weiß ums Verrecken nicht, woran das liegt. An etwas Gutem. Es liegt an etwas Gutem. Das ist was Gutes. Eigentlich. Also auch, dass du dir natürlich Sorgen, Gedanken machst. Nicht, ob das ausreicht, was du da hast, sondern warum du es machst. Das war gut. Und das war gut, dass mir das aufgefallen ist, glaube ich. Nee, das ist nicht Post-Nut Clarity. Das ist Post-Nut Clarity ist, wenn du den gefrorenen Acker pflügen kannst mit einem Rohr und dann aber hinterher so, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Ja, klar, ruf ich an. Das hier war, er hat von vornherein einfach gesagt, nö. Er hat von vornherein gesagt, ich will einfach keinen bedeutungslosen Sex mehr. Und das ist ein Zeichen von Reife. Das ist einfach ein Zeichen von Reife. Da ist der Funk ist ganz kurz mal durchgebrochen. Nee, nicht schlechtes Gewissen. Es ist einfach so, wenn du einfach merkst, dass diese Bedeutungslosigkeit einfach, ist halt leer. Das gibt dir nichts. Es ist einfach so, im Grunde genommen, ja, so. Ist cool, aber auf Dauer so, Ja. Er hatte Level Up, ja. Egal. Egal. Ich glaube aber, der Eintrag ist nach dem Runterholen entstanden. Nee. Also der hat wohl oft, ne, also, ja, wer nicht. Aber das war jetzt nicht, das war nicht der Grund dafür. Ja. Ich weiß nur ums Verrecken nicht, woran das liegt. Und das regt mich auch ehrlich gesagt ein bisschen auf. Es war gut. Naja. Aber mir ein Wichsen klappt ohne Probleme. GG. Das ist ja sehr interessant. Respekt. So ein Dreck, egal jetzt. Am Donnerstag habe ich ja immer schulfrei. Also Tina bis zum Alex gebracht. Dort war ich dann mit Hanna. Oh. Na genau, mit Kopf Hanna? Sagt nein. Körper sagt ja, aber Kopf sagt nein. Genau. Wenn es dann ins Eingemachte geht und der Kopf dann irgendwie sagt so, ja, dann ist vorbei. Aus meiner Schule verabredet. Habe mich mit Tina noch vor Hannas Augen rumgebissen. Bitte? Das kann jetzt nicht sein. Ich hatte gerade wirklich so eine Art Funkenhoffnung. Ich hasse diese bedeutungslosen... Das ist eigentlich zumindest gedanklich, und dass ich das niederbringe, schon mal ein Anfang für einen, in meinen Augen. Ich kann jetzt wirklich nur von mir reden, weil es hier um mich geht. Das war ein guter Schritt in eine richtige Richtung. Gedanklich, ja. Schon mal sich darüber Gedanken zu machen. Aber ja, schöner Anfang. Nächster Schritt. Die Tina, mit der ich mich eben gerade noch umgebissen habe, habe ich zum Alex gebracht. Und ich habe mich mit Tina noch vor Hannas Augen rumgebissen. Die Hanna, die für mich ein Lied geschrieben hat. Oh Mann. Dann ist Tina gegangen. Hanna und ich haben uns eine China-Pfanne geholt, haben uns vor oder unter so einen großen Berliner Statuenbären gesetzt und geredet.
Sehr lustige Sache, denn Hannah und ich werden in 3 Wochen für eine Woche ein Paar sein. Okay, warte. Ganz, ja, gute Frage. Was ist mit Angela? Was ist denn mit der Angela? Wo ist denn die Angela abgeblieben? Da ist doch jetzt nicht viel Zeit vergangen. Wo ist die hin? Das war doch seine gut, Traumfrau hat er jetzt nicht gesagt, aber ich glaube, er wollte, was hat sie, ne? Okay, einfach weiter gucken. Oh Gott, ich habe ein bisschen zurückgemacht. Großen Berliner Statuenbären gesetzt und geredet. Sehr lustige Sache, denn Hannah und ich werden in 3 Wochen für eine Woche ein Paar sein. Was? Was nochmal? Wir haben Statuenbären gesetzt und geredet. Sehr lustige Sache, denn Hannah und ich werden in 3 Wochen für eine Woche ein Paar sein. Wir werden in 3 Wochen für eine Woche ein Paar sein? Oh, das ist aber eine schwierige Aussage. Oder als Schauspielpartner möchte ich hoffe als Schauspielpartner, ich bin nicht sicher. Was? Oh Mann, oh! Mann, oh! Sehr lustige Sache, denn Hannah und ich werden in 3 Wochen für eine Woche ein Paar sein. Genau eine Woche, nicht mehr und nicht weniger. Find ich stark. Hä? Was? Alles klar. Um zu gucken, wie wir zusammen passen? Ich weiß es nicht. Ist das vielleicht aber abgesprochen, dass die beiden... Vor allem, dass sie das macht, nachdem... Ja. Die haben das aber abgesprochen so, ne? Hat er so mit ihr ausgemacht. Genau. Zum Testen vielleicht. Nicht in der Schauspielschule, nein. Finde ich stark. Mal schauen, wie es läuft. Genauere Infos und Konditionen, unter denen das dann alles laufen wird, kommen dann später noch hinzu. Ich erinnere mich daran gar nicht. Ansonsten den ganzen Donnerstag nichts gemacht. Freitag beim Fechten gewesen, am Abend dann zu Mama in den Billardsalon, dort ganz viele Biere getrunken, 2 tolle, lustige Frauen kennengelernt. Er hat aber schon so ein bisschen auch Larifari-Leben, ne? Oder? Also nie auf, also ist ja momentan Schauspielschule, klar, aber halt so kein, ich glaube, kein Job. Also verdient kein Geld irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, mit Geld von Oma vielleicht oder ich ne, aber ist schon ziemlich so, ja, mal hier, mal da ein bisschen. Aber so, ja genau, ja, auch komplett ohne Verantwortung und sowas. Ausbildung. Ja, aber er muss ja trotzdem irgendwie Geld verdienen. Er wohnt ja schon in der eigenen Wohnung. Die eine aus Frankreich, große Brüste, Brille, rote Haare und die andere aus Litauen, blond, super Gesicht, geiler Körper, Hammerarsch. Ist aber nichts passiert, weil ich ja dann auch los wollte. Ach, deswegen. Ich bin dann kurz noch nach Hause, noch ein Bier trinken und dann alleine in den Franz-Club. War toll. Laura war auch durch Zufall da. Sie wollte eigentlich nicht kommen. Was? Was? Was passiert hier gerade? Nach diesem Lichtblick, nach diesem Land am Horizont quasi, in dieser hässlichen, widerlichen, leckenden Schaluppe, in der wir uns befanden, dachte ich, wir würden jetzt so langsam ein Stöckchen greifen und uns nach oben ziehen und jetzt bricht es ja komplett ein. Jetzt ist ja alles, jetzt ja geht's komplett den Bach runter. Okay. Weiter. Wie ich den Bach runter fiel. Wie viel Zeit ist jetzt bitte vergangen? Wow! Der letzte Eintrag, alles was wir eben gerade vorgelesen hatten, war der 27.01.2008. Nächster Eintrag ist der 21.04.2008. Uff! Wow. Montag. So, war ja mal wieder klar, dass ich das verpeile, hier kontinuierlich reinzuschreiben. Toll, 4 Monate hier nicht reinschreiben, klasse Max. Und dabei dann auch noch so viel passiert. Naja. Egal. Irum, larum, pipapo. Yeah, lecker. Naja, ich schreibe ja immerhin jetzt erst einmal wieder. Besser als nichts. Ich werde den ganzen Tag heute immer mal wieder verteilt hier so reinschreiben, also... Puh, wo fange ich denn am besten an? Am besten beim Szenenstudium. War mir damals auch das Wichtigste, das stimmt wohl. Hehe, also klar, Szenenstudium ist schon lange vorbei und Aufführung und Auswertung hatten wir auch schon. Also die Aufführung war echt gut. Ich habe auch viel Lob bekommen, in Klammern aber komischerweise gab es entweder Leute, die gesagt haben, wow, war sehr stark, wunderbar, pipapo, blablabla, steht genauso da. Oder, aber es gab dann nur welche, denen es nicht so gut gefallen hat, also nur eins von beiden. Komisch. Nee, ist nicht komisch.
Aber Oma und Mama waren begeistert. Komisch. Na, immerhin gab es eine. Also es gibt auf jeden Fall eine Konstante in meinem Leben. Und es gibt zwei Frauen in meinem Leben, denen habe ich zumindest niemals sowas Böses angetan. Das waren Oma und Mama. Obwohl, na doch, klar habe ich. Oh Gott, die Geschichte mit meinem... Oh mein Gott. Oh doch, ich habe sehr viel... Oh nein. Was? Wir, ja, machen wir weiter. Was? Was denn? Ja, mal, mal. Außerdem hatten sie noch Bastien mitgebracht, eine Freundin der Familie, selbst ebenfalls Schauspielerin, und mit meinem Onkel Peter zusammen. Und die fanden mich auch sehr gut. Hm. Und das meinten sie im Ernst. Hm. Yeah. Ja, und dann gab es ja auch noch die Auswertung mit Herrn E. Und da hat er mich auch gelobt und bla. Mir war aber nur wichtig, ob ich es denn geschafft habe, genau in das nächste Semester zu kommen. Das war nämlich mein Halbsemester. Oder die Hälfte meiner Studien- und Ausbildungszeit war vorbei und daran hat sich entschieden, ob ich ins nächste Semester komme. Und dann am Ende gab er mir den Vertrag für die nächsten zwei Semester, also bis zum Ende der Ausbildung. Ja, Mann! So, ansonsten... Nur ja, Mann? Nur ja, Mann. Das war wahnsinnig wichtig. Aber gut, ja, Mann, reicht okay. Ja. Ja, Mann. Juhu. So, ansonsten hatten wir danach dann Filmdreh an der DFFB hier in Berlin, Potsdamer Platz, glaube ich. War eigentlich ganz lustig. Der Filmstudent, den ich hatte, war ganz cool. Ich musste mit zwei Mädels von der Etage drehen, ist eine andere Schauspielschule. Ist irgendwie dort das Abschlusssemester gewesen, aber gar nicht mal so gut. Nee, im Ernst, die waren echt nicht so toll, also fürs... Also hatten keine schönen Brüste und keinen Knaller. War nicht lecker. Weiß ich, hätte jetzt eigentlich gedacht, dass gleich direkt... Letzte Semester? Nee. Aber ich konnte mich endlich mal im Film sehen, darüber war ich dann doch recht froh. So, jetzt haben wir Maskenspiel, weil wir ja schon bald nach Arezzo fahren. Da sind wir nach Italien gefahren für kein das Maskenspiel für ein Vierteljahr. Für mehrere Monate auf jeden Fall und haben dort unser Maskenspiel zum Besten gegeben. Die Punani ist erst beim Theaterfestival richtig auch noch mitzumachen. Und Maskenspiel ist ja mal echt geil. Wir haben Dana S. als Dozentin, eine junge, aufgeweckte Schauspielerin, die bei Familie Flött mitmacht. Aha, ist ein Maskenspieltheater. Ja, und jedenfalls gefällt mir das voll toll so. Maskenspiel und so. Da geht's dann letzten Endes nur um die Sprache des Körpers. Oh, wobei man den Ausdruck der einzelnen Masken auch schon tierisch durch einige minimale Bewegungen des Kopfes verändern kann. Mhm. Gut, ich gehe jetzt hier sehr ins Detail. Schauspielmäßig ist jetzt nicht das, was wir davor gewohnt waren. Es ist ungewohnt, ja. Ungewohnt, so etwas von mir zu lesen. Aber warten wir mal ab. Man muss auf so vieles achten dabei, aber gerade deswegen gefällt mir das so. Glaube ich. Glaube ich? Ich glaube, ich wusste nicht mit meinen Gefühlen umzugehen. Ja, nicht festlegen. Mir gefällt das, glaube ich. Ja, ich habe es geliebt, aber okay. Merkwürdig. Okay, ich habe heute ein wenig aufgeräumt. Endlich mal wieder. Ach, so. Moment. Was ist jetzt mit den Frauen? Ich habe monatelang nicht geschrieben hier. Das erste, was ich mache, ist wieder aufräumen. Und ich habe dieses Tagebuch angefangen. Quasi auch mit Aufräumen. Ja. Ein wiederkehrendes Muster. Komischerweise. Nach vier Monaten wieder aufgeräumt. Ich räume auf, okay. Um das dann niederzuschreiben, um zu sagen, ich habe aufgeräumt. Schaut mich an, Welt. Ich kann was, ich bin was, ich mach was. Okay. Ich habe heute mal ein wenig aufgeräumt. Endlich mal wieder und jetzt werde ich auch bald schlafen gehen. Auch eine weitere Konstante in meinem Leben, das Schlafen. Morgen ist Schule und da muss ich hin, weil, nun ja, weil ich heute nicht in der Schule war. Oh, ich habe sogar meinen auch eine Konstante. Nicht in der Schule war. Ja. Naja, ist zwar aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Also bis morgen dann hoffentlich. Naja, aber naja. 22.04. So, okay, weiter geht's. Also erstmal heute. Puh, rechtzeitig aufgewacht. Ich dachte, ich wollte alles nachholen. Hab ich auch gedacht. Ja. 4 Monate, Max. Ja, nö. Wo sind die? Aber es ist okay, ja so viel passiert. Wichtigste. Was mit den Mädels? Oh. Da habe ich dann nicht weitergeschrieben. Was ist los mit mir? So, okay, weiter geht's. Also erstmal heute. Puh, rechtzeitig aufgewacht. Dann Schule. Pipapo.
alles Knorke. Nur kam leider Herr L. zu mir und hat mich in das Büro und Sekretariat gebeten. Boah, ey, ich muss bis zum Ende diesen Monats 880 Euro zahlen. 880, 880. Auch dann nochmal ausgeschrieben, 880. Mann, ey, so eine verdammte Riesensch... Ich habe selber kaum was und ich habe einfach die letzten Monate und andere zusätzliche Zahlungen noch nicht vollzogen. Wieso denn? Oh. Aber er hat doch die Kohle bekommen, oder? Ja. War ein starkes Problem damals bei mir. Rechnungen. Ich habe einfach keine Briefe aufgemacht. Oh, ich ärgere mich da gerade so darüber, wenn ich das jetzt lese. Oh oh. Ich habe selber kaum was und ich habe einfach die letzten Monate und andere zusätzliche Zahlungen noch nicht vollzogen. Mann, ey. Und das ist ja auch alles meine Schuld. Sehe ich ja ein. Ich bin einfach viel zu faul. Volle Kanne. Dann... Er schreibt aber nicht, naja, egal. Und leicht bis normal stark computer-internetabhängig. Immerhin habe ich es mir nicht schön geredet. Ich wusste ob meiner Probleme, wusste aber nicht, wo ich anpacken soll, glaube ich. Oh Mann. Ich habe auch nicht wirklich Bock auf Arbeit. Aber jetzt muss es sein. Ich brauche eine Arbeit. Ich habe vor einer halben Stunde meine Mutter angerufen. Sie hilft mir finanziell. Oma und Opa auch. Danke Gott. Gut, ich glaube nicht wirklich an einen, aber dennoch einfach danke. Gut, dass es nochmal erwähnt wurde. 23.04. nächster Tag. Mann, ey, was war denn das bitte gestern für ein Sch*tag? Nachdem ich die Zeilen da oben zu Ende geschrieben hatte, dachte ich, dass es eine tolle Idee wäre, doch einfach mal meinen Kleiderschrank aufzuräumen. Ja, Idee. Steht hier so. Ja, Idee. Nachdem ich alle Klamotten rausgeräumt hatte, habe ich die Ursache für seine extreme Schräglage gesucht, weil mein Kleiderschrank war früher ungefähr so. Also, nein, er war so, was aber schon massiv ist. So einen hatte ich auch. Oder noch weniger, aber es war massiv. Habe ich die Ursache für seine extreme Schräglage gesucht. Toll nur, dass der Schrank sich dachte, ach nö, da mache ich nicht mit. Ich fall mal lieber in mich zusammen. Das kenne ich. Ja, das mache ich. Das kenne ich. Krach, Schepper, Klirr. Der komplette Schrank ist Schrott gegangen. Ich saß erstmal da, kurz vorm Heulen. Erst die Geldsache und dann das. Na, wenn's kommt, dann kommt alles. Und dann hast du, weil du keinen Schrank leisten kannst, hast du erstmal überall Kleiderstapel rumstehen. Ja, das kenne ich sehr gut, das kenne ich sehr gut. Oh ja, oh ja. Und dann, wenn du nicht aufpasst, kann es passieren, dass die weißen Hemden langsam anfangen oder die weißen Shirts langsam gilben. Die werden dann so gelblich, wenn du die nicht irgendwie bewegst oder sonst irgendwas, obla. Dann, ja, das ist schwierig. Genau, die Kleiderstapel werden muffig, genau, genau, genau. Ja, das ist nicht so cool. Stapel, du meinst Haufen? Ja, naja, das war zumindest einigermaßen draufgefaltet, so gut man es konnte. Also es waren schon eher Stapel, keine Haufen. Aber wird halt alles... Ja, ist nicht cool. Das ist nicht cool. Wenn du irgendetwas Negatives erleben darfst im Leben... Der Gilb. Dann reicht das manchmal nicht. Dann kommen die kleinsten, dümmsten Sachen alle noch mit hinzu und gesellen sich zu diesem großen Batzen aus Ekel. Erst die Geldsache und dann das. Naja, ich habe mich dann zusammengerafft und den halb kaputten Schrank wieder behelfsmäßig aufgebaut. Immerhin der, was? Immerhin, der muss jetzt nur noch irgendwie halten, bis ich mir einen ordentlichen Schrank kaufe. Hat sehr, sehr lang gedauert. Sehr, 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 sehr lang. Oh Mann. 25.04.2008. Tante Lissi, fühle ich. Sind gerade umgezogen, müssen noch auf Schränke und Küche sparen. Stellt euch vor, wie es hier aussieht. Ich kenne das sehr gut. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich hatte, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, mein Wohnzimmertisch war lange Zeit zwei Umzugskartons mit einer Decke drüber. Länger, als ich zugeben möchte. Ich hatte keine Regale, kein gar nichts, auch keinen Kleiderschrank. Die Kleider standen überall rum, meine Bücher standen auch alle in Stapeln einfach nur irgendwo rum. So alles, was ich hatte, war nur in Stapeln. Ich hatte kein Regal, ich hatte einen Tisch, da war der Rechner drauf, das war das Wichtigste. Aber alles andere hatte ich nicht. Einen Kühlschrank habe ich mir relativ früh, konnte ich mir für 100 Euro damals kaufen. Das war schon das höchste der Gefühle. Auch mal nachdem ich umgezogen bin, hatte ich ungefähr, ich würde sagen, 7 oder 8 Jahre lang keine Küche. Sieben Jahre lang keine Küche ungefähr. Da habe ich schon Let's Plays gemacht. Ich hatte keine Küche. Meine Küche war auch da, wo ich mit Minecraft so, ne, und alles, aber meine Küche war ein Tapeziertisch. Auf dem Tapeziertisch hatte ich eine Herdplatte, die immer Stecker angeschlossen war.
Und dazu noch so eine, hier so ein heißer Teekocher, also Wasserkocher. Besteck und Geschirr hatte ich irgendwie ein bisschen. Und gegessen habe ich eigentlich nur, hatte ich mir auf Vorrat gekauft, stand so rum. Kennst du im Supermarkt diese Fertiggerichte, die 1000 Jahre haltbar sind, so irgendwas mit Möhrchen, bla bla bla, und die so farblos sind, weil die einfach komplett tot sind, weil da nichts Lebendes mehr drin ist, weil die einfach nichts Gesundes in sich haben. Ja, das war damals mein Essen. Das habe ich mir immer gemacht. So, das war alles. Die Ekelgerichte, genau. Mikrowelle hatte ich, glaube ich, auch noch. Wie hat Pan eigentlich drauf reagiert? Als ich Pan kennengelernt hatte, da bin ich schon wieder umgezogen, da habe ich sogar schon in Köln gewohnt. Da hatte ich auch lange Jahre keine Küche. Da war auch der Wohnzimmertisch, der Tapeziertisch war meine Küche. Und die Pan hat mir irgendwann Spaghetti gemacht in, was war denn das nochmal? Das war irgendwie so ein, das war nicht wirklich ein Topf, weil ich hatte nichts. Und das war irgendwie so, das war irgendwie ganz, so ganz komisch, so ein Ding. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Da hat sie mir irgendwie Spaghetti gemacht mit Wasserkocher und so. Das war einfach, war verrückt. Ich habe die Küche dann auch nur geholt, weil ich dann mit der Tati zusammengelebt habe. Deswegen habe ich dann eine Küche geholt. Und auch da wieder dasselbe Muster, als die Tati bei mir eingezogen ist. Mein Wohnzimmertisch, gleiche Geschichte, war wieder 2 Umzugskartons. Weil ich brauchte halt nicht mehr. So, ich brauchte ja nicht mehr. Für mich hat es gereicht. Zu der Zeit habe ich dann von Bringdiensten gelebt, sehr oft. Ach ja. Hattest du damals noch keine Sammlung? Doch, eine Sammlung hatte ich. Zu der Zeitpunkt hatte ich schon die Sammlung. Die hatte ich, aber keine Küche. Und keinen Wohnzimmertisch, weil, wozu brauche ich das? Abwaschen mussten wir dann in so einem Gästebad und da war das mit so einem ganz winzigen Waschbecken, wo wirklich gar nichts reingepasst hat. War alles eine Katastrophe. Bringdienste sind noch teurer, als auch eine Küche zu sparen. Naja, aber guck mal, ich koche halt nicht für mich. Für mich selbst muss ich doch nicht kochen. So bin ja nur ich. Ich brauche das für mich nicht. Da kann ich halt auch bestellen, das geht schneller und die kriegen leckerere Sachen zusammen. Und es kostet mehr letzten Endes, aber es kostet keine Zeit. Kochst du mittlerweile für euch? Ja, doch. Wie gesagt, ich koche mehr als Tati. Ich koche auch gerne, wenn ich einen Grund dafür habe. Aber ich kann dieser Grund nicht sein. Für mich selbst inzwischen mache ich öfter mal Frühstück und so. Das habe ich mir inzwischen ein bisschen angewöhnt. Ja, weil man ist ja nicht mehr der man vor 10 Jahren war. Aber ansonsten so relativ selten. Also nur für mich. So. Mensch, gestern war endlich mal verdammt geiles Wetter. Wieso rede ich? Warum rede ich nicht über den Tag, sondern über den Tag davor? Was war denn das gestern für ein Scheißtag? Jetzt wieder gestern? Na, 25.04. Mensch, gestern war endlich mal verdammt geiles Wetter. Das erste Mal in diesem Jahr. Boah, war das schön. Ich war, bevor ich mich sonnen gegangen bin, mit meinem Semester im Theater. Im Theater Strahl? Weiße Rose. Zum Stück. Klasse. Keine Ahnung mehr. Cool. War ein Maskenspiel, wozu uns unsere Maskendozentin hin beordert hat, weil die da selbst mitspielt. War echt gut, verdammt gute Körpersprache und so, aber am meisten beeindruckt war ich von den Beatboxer da. Oh ja, hey, war Beatboxen irgendwie zweifacher Beatboxmeister oder so. Lilly, hi! Regional oder irgendwie. Na? Regional, keine Ahnung. War ich von dem Beatboxer da, der das Stück musikalisch unterlegt hat. Was? Wahnsinn. Der ist irgendwie deutscher Meister oder so. Ich glaube, sein Name ist Spectre. Aber ich muss nochmal nachgucken. Ja, war also echt ganz klasse. Habe ich das jetzt auch mal gemacht? Hat sich absolut gelohnt. Ja, und danach sind halt der Großteil meines Semesters und ich in den angrenzenden Park gegangen. Haben uns 2 Sixer Bier gekauft und schön rumgeflätzt. Oh, rumgeflätzt. Was für ein schönes Wort. Auch ein schönes Wort. Rumgeflätzt. Rumgeflätzt ist ein voll schönes Wort. Ich habe dann nur irgendwie einen leichten Sonnenstich bekommen. Puh, zu Hause angekommen und nach einer Stunde ins Bett gefallen. Dann heute quasi den ganzen Schultag verschlafen, verdammter Aber so schnell passiert mir das nicht nochmal. Naja. So, und jetzt gleich geht's zum Alexanderplatz, zum Flashmob-Event. Hä, voll geil. Wir treffen gleich jemanden wieder, den wir, ne? Luisa. So, jetzt aber gleich geht's zum Alexanderplatz, zum Flashmob-Event, Thema Küssen. Muhaha. Das ist ein Flashmob-Event, müsst ihr euch vorstellen. Also zumindest bei diesem Flashmob-Event war das so. Da treffen sich fremde Leute auf dem Alexanderplatz und ist halt das Flashmob-Event Küssen. Und dann küssen sich alle. Alle im Sinne von, die drehen sich alle so hin in die Mitte und machen da mit der Zunge so lalalalalalala. Oder ist das so einfach nur 2 Leute jeweils? Weil sonst ist das schwierig, glaube ich, ne? Das, oder macht man das mit Leuten, die man kennt?
Herpes-Speedrun. Ja, ne? Da muss ich auch gerade dran denken. Macht man das mit Leuten, die man pärchenweise... Aber ist es mit Leuten, die man kennt, oder ist das einfach mit Fremden dann? Weil bei random Partnerwahl würde ich mich aber sehr unwohl fühlen, glaube ich. Mit Fremden? Oh nee, das wäre nichts für mich. Da würde ich mich unwohl fühlen, glaube ich. Also wenn da keine schöne Punani dabei ist, ist das nichts für mich. Oder Hammerbrüste. Oder ich weiß nicht, was da noch alles heute für Begriffe gefallen sind. Weiß ich nicht. Hat da jemand von euch Erfahrung mitgemacht mit so Küssen-Flashmob mit fremden Leuten? Nein, nee, danke. Nein, Gott sei Dank nicht. Vor Corona, ja. Würde mich halt echt mal interessieren. Ja, fremde No Thanks. Ist bei mir genauso. Ich glaube, dafür wäre ich so... Und vor allen Dingen, was machst du denn? Ich sag mal so, da ist eine Person dir gegenüber, aber sagen wir mal, die stinkt. Die ist bestimmt nett, ja, aber die stinkt einfach auf eine Art und Weise, auf so eine Penetranz, die dich zum Kotzen bringt. Einfach so irgendwas Widerliches, keine Ahnung. Das kann ein besonders starkes Parfum sein, nach Zedernholz. Es kann aber auch richtig, genau, richtiger Mundgulli sein, einfach nur. Es kann auch so richtig so, oh. Ich hatte mal die Erfahrung, es gab da mal eine Erfahrung. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Stream erzählt. Ich glaube, ja. Die Geschichte, die Story ist etwas länger, aber zum Thema passend war da mal eine Frau, die wollte mich küssen. Und die hat so aus dem Maul gestunken. Die hat aber so richtig nach uralten Kippen und es war wirklich nicht nur Kippen, sondern so alles Widerliche einfach. So richtig wie so ein altes Rohr und alte Kippen und alles. So, oh. Und das war furchtbar. Ich musste dem Ganzen entfliehen einfach. Also wirklich entfliehen. Es war mega unangenehm alles. Das ist schon ein paar Jahre her. Und sie hatte so eine Lederweste an irgendwie. Das ist, wie gesagt, die Geschichte geht länger und es war alles furchtbar. Und sie hatte so eine Lederweste an und nichts, also schon drunter, so hier drunter, ja, aber halt so, hatte halt die Achseln hier und auch aus den Achseln, es war, glaube ich, das Widerlichste, was ich so menschenmäßig in meinem Leben erlebt habe. An Gerüchen. Es war, das war nicht so cool. Das war, deswegen, also nur ganz kurz, ich frage mich halt, wenn du dann bei so einem Event bist und dann ist dir jemand gegenüber, wie war der Kurs? Ich war weg. Ich war einfach weg. Wenn du auf so einem Event bist und dann, sie hat einen harten Tag hinter sich, das war, um so zu stinken, brauchst du nicht du brauchst mehrere Tage. Also du brauchst bestimmt, also mindestens 3-4 Tage voller körperlicher Anstrengung und mehrere Lagen Schweiß und was immer das war. Da musst du halt schon geübt haben. Aber ist auch egal, darum geht's gar nicht. Es ging mir darum, wenn du sowas bei so einem Event hast, ach, da gehst du mit Bekannten hin, weil geschrieben wurde, dass da Fremde sind. Okay, warte, ich mach weiter. Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nicht... Entschuldigung. Ich dachte nur so, mit Fremden. Fertig. Fremde Leute. Da sind sehr viele alleinstehende, traurige Singles hingegangen, ich auch, um dort einfach nur zu knutschen. Fand ich ehrlich gesagt eine schöne Idee. Ist auch ein bisschen eklig und gruselig, aber ich fand es einfach damals eine schöne Idee und auch rückblickend muss ich sagen, ist eine schöne Idee. Und ich gehe da mit Tina hin und dann wird sich da Punkt 17 Uhr eine Minute lang geküsst. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Leute daran teilnehmen werden. Eine Minute? Ansonsten lade ich mir gerade mal wieder Maple Story runter. Oh, Maple Story. Oh. Bin da mal gespannt, wie ich diesmal mit meiner Semi-PC-Internetsucht klarkomme. Jetzt muss ich aber los. Zum Glück, das weiß ich, habe ich da nicht so Klopsi gesuchtet. Es gibt genau ein Video auf YouTube, wo man Max sieht. Schau da mal Kuss Flashmob Berlin, da siehst du Funk. Behalten wir uns im Hinterkopf. Wurde dann schon langsam klar, dass jetzt gerade in den letzten Atemzügen meines Studiums-Ausbildung, dass es wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren. Zum Glück. Zum Glück. Aber ich habe dann noch ein bisschen gespielt. 27.04., zwei Tage später. Die ganzen Mädels jetzt. Dieses Schwein, Vergangenheits-Max, dieses Schwein. Oh, es gibt ein Video, wie er küsst.
I can fix him. Entschuldigung. Okay, komm. Ja, er ist so cute. Die ganzen Luisas. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir einfach so leid. So, komm, wir machen weiter. Ist gerade relativ. Moment, wie viel? Oh, der letzte Eintrag in diesem Buch. Nein! Moment, wirklich? Der letzte Eintrag in diesem Buch, ich halte es nicht aus. Oh. Aber wir haben ja noch eins. Moment. Ist gerade relativ früh, also so 4.30 Uhr. Die Musik ist so schön. Hab gerade plus null? Keine Ahnung. Euro. Plus A, weil ich Grde geschrieben habe. Hab Grde eben so mit Maple Story wieder angefangen. Sehr interessant. Erzähl mir mehr, Max. Erzähl mir mehr. Ich habe heute meine Tastatur angeguckt. Hab gerade eben mit Maple Story wieder angefangen. Zeitverschwendung. Juchhe. So, und nun, nachdem ich ca. 2 Stunden gespielt hatte, habe ich gemerkt, dass es mir keinen Spaß macht. Na, wow. Wayne, danke schön. Vielen Dank für Will, glaube ich Dankeschön. Nicht, was in der Virtu... Oh. Ist eine Weihnachtsgeschichte. Was? Oh, jetzt, warte. Jetzt aber... Also, da sich die Schrift nicht verändert, muss ich das geschrieben haben. So, und nun, nachdem ich ca. 2 Stunden gespielt habe ich gemerkt, dass es mir keinen Spaß macht. Wow. Ich will, glaube ich, nicht was in der Virtualität schaffen, sondern im richtigen Leben. Oh, 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 das ist ja gut gealtert. Entschuldigung. Es ist, sind wir ganz ehrlich, die Aussage finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Ich mag die Aussage sehr gerne. Ich finde sie sehr reif, ja. Aber es ist nicht gut gealtert. Ich habe extra übertrieben gelacht, nicht böse sein. Die Aussage ist, ich muss natürlich lachen, weil, ne? Es ist halt so, das Leben ist, so spielt das Leben. So spielt das Leben. Und sind wir mal ehrlich, damals war das Internet nicht so big wie heute. Das ist ja 2008. Damals war schon relativ viel da. Aber das war noch die Zeit der Foren, ne, wo es, ich weiß gar nicht, ob es Reddit überhaupt gab. YouTube war, glaube ich, noch eine ganz kleine Plattform, die war noch winzig im Grunde genommen. Ich würde einfach sagen, ich glaube, das virtuelle Schaffen liegt dem Funk, glaube ich, auch mehr. Zumindest dem heutigen. Den damaligen weiß ich gar nicht. Let's go! Ich mach weiter! Einen Schuss zu halten, der Arbeit nachzugehen und auch die sozialen Gruppen sein. Ein Charakter in einen MMORPG zu entwickeln und zu pflegen ist zeitaufwendig. Genauso wie seine Wohnung und seinen Körper in Schuss zu halten, der Arbeit nachzugehen und auch die sozialen Kontakte nicht zu vernachlässigen. Ich muss noch mal ganz kurz, ich spule mal zurück, Sekunde, das ist wichtig. Habe ich gemerkt, dass es mir keinen Spaß macht. Wow, ich will, glaube ich, nicht was in der Virtualität schaffen, sondern im richtigen Leben. Ein Charakter in einem MMORPG zu entwickeln und zu pflegen ist zeitaufwendig, genauso wie seine Wohnung und seinen Körper in Schuss zu halten. Der Arbeit nachzugehen und auch die sozialen Kontakte nicht zu vernachlässigen. Wenn ich das so betrachte, ist es wirklich alles sehr einfach zu entscheiden. RPG ist zwar einfacher und entspannter, aber 0,0 produktiv oder in irgendeiner Form mich weiterentwickelnd. Was? Halleluja! Ja, die Bibel! Ich weiß, was ich danach gemacht habe. Der Wahnsinn. Ich meine, das ist nicht komplette Veränderung, aber ist das schön. Es tut mir gerade wirklich im Herzen gut, das zu lesen, dass es da Veränderungen, Knackpunkte gibt im Leben. Danach erstmal WoW. Ich erzähle nämlich gleich, was ich danach gemacht habe. Moment, ich lese aber erstmal diesen ganzen Eintrag noch zu Ende. Meine Fresse, naja, ist jetzt glaube ich auch noch nicht der Knackpunkt, der dies verändert wird, aber ich glaube heute bin ich ein wenig schlauer geworden. Wer hat das geschrieben? Ich? Respekt. Mein Leben ist das RPG. Die Charaktere und Skillentwicklung muss ich in meinem Leben vollziehen. Ich bin der Main Character. Ich bin wie Naruto.
Entschuldigung. Falsches Video. Entschuldigung. Müll sind Gegner. Arbeit und Job sind Quests. Wörter, Gespräche, alles Mentale sind Erfahrungspunkte. Level-Ups gibt's nicht in dem Sinne. Es gibt immer nur ein Level, was ich mehr aufsteigen muss, um voranzukommen. Bessere Klamotten von teureren Läden ist eine bessere Ausrüstung. Teurere Nein. Lebensmittelläden sind Dungeons von besserer Qualität. Das mit den Klamotten, Markenklamotten, so, das, ja, nicht so. Sind keine bessere Rüstung, das weiß ich nicht. Vielleicht unterscheiden wir uns da, das kann natürlich auch sein, aber da bin ich nicht so. Aber sehr viele Weisheiten, also sehr, sehr viele Selbsterkenntnisse, sehr viele Weisheiten. Ganz kurz irgendwie bricht da einfach aus dem Brustkasten so ein Licht raus, so ein Licht des Wissens. Ja, plötzlich weiß man, wo man steht im Leben, was alles bedeutet. Durch das Verbessern meiner verbalen und körperlichen Fähigkeiten schärfe ich meine Waffen. Neue Freunde sind entweder NPCs oder gleich neue Gruppenmitglieder. Man lernt durch das Lesen von Büchern in vielen Bereichen hinzu, wie auch im Spiel. Was? Aber was ist dann passiert? Was ist nach dieser Selbsterkenntnis denn passiert? Was? Da muss ja, ne? Ich meine, das war 2008. Wo ist dann WoW wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht. Oh, entschuldig bitte, ich bin gegen das Mikrofon. Vorher habe ich das nie wirklich geglaubt, aber das Wort Realität in virtuelle Realität ist doch wahrer, als ich dachte. So, ich mache mich jetzt mal daran, die Schritte in mein eventuell neues Leben zu beginnen. Ziehe deinen Finger aus der Handscheide und bekämpfe die lauernden Horden Mülls. Fertig. Das ist beeindruckend. Ja, das ist passiert. Und dann habe ich aufgehört zu schreiben. Was für ein Abgang. Alles andere hätte es ruiniert, glaube ich. Nächster Eintrag, heute habe ich Luisa gepimpert. Sie hat ein bisschen geweint, aber dann war schön. Alles, es war genau das richtige Ende. Es war genau das richtige Ende. Ach, egal. Ich meine, ist auch interessanter Schwachsinn. Also wollen wir mal ehrlich sein, aber es ist sehr gute Entwicklung gewesen. Wow. Also ich finde die Ansicht trotzdem ganz nett. So darf man das gerne auch handhaben und machen und denken. Das ist krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Deswegen hat es dann auch so plötzlich aufgehört. Schön. Sowas habe ich im Suff mal geschrieben, ja, SetMD. Deswegen ist es kein deeper Shit oder so, aber es ist in Anbetracht der Entwicklung oder in Anbetracht der Tatsache, was wir alles davor gelesen haben von mir, von meinen Niederfällen und eigentlich nur diese probiere, mich selbst zu finden Sachen, ist es das Gehaltvollste, das Intelligenteste und eventuell, zumindest in der Zeit, in diesem Jahr, vielleicht das Wichtigste, was ich da geschrieben habe und für mich selber zur Erkenntnis gebracht habe. Weil ich glaube, es ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass ich danach nichts mehr hier reingeschrieben habe. Das ist ein schöner Ansatz, richtig. Der Ansatz ist super, das hilft echt, ja. Wow. Teurere Klamotten sind bessere Ausrüstung, keine gute Erkenntnis. Es war ja auch nur ein Beispiel. Ich will das nicht, das könnt ihr gerne zerpflücken, was ich da geschrieben habe. Ich habe ja schon gesagt, das ist auf jeden Fall kein deeper Shit und kein Yes, aber es ist, wie gesagt, in Relation zu dem, was ich davor gemacht, getan, geschrieben habe, ziemlich stark. Wir hätten 2007 doch zuerst hören sollen. Habe ich doch gesagt, auf mich will wieder keiner hören.